Moin Leute, was geht? Euer Oamt am Start. Alles klar mit euch? Ja, wahrscheinlich. Alles klar. 3, 2, 1. Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dinecraft. Heute ist mal wieder eine etwas kleinere Folge. Aber ich habe da was Schönes für euch zu zeigen und... Ja, es hat mal wieder was mit dem Oamt zu tun. Eigentlich wollte ich nicht so viel mit dem Oamt zeigen. Aber bei der Sache habe ich mir einfach gedacht, komm, das können wir mal machen. Und ja, wie ihr sicher wisst, muss das Oamt die ganzen unterirdischen Farmen und alles kontrollieren. Und für gewöhnlich gehen wir dann ja einfach so in den Spectate-Modus und gucken dann halt, ist hier irgendwo eine Farm oder was. Dann fliegen wir zum Beispiel hier hin, gucken, ist es eine Farm, gucken, ob da was abgebaut wird und so weiter. Und ja, so läuft es normal ab, aber ja, es gibt auch so ein paar Stellen, wo man dann halt nicht so gut sieht, ist da jetzt eine Farm. Also hier sieht man das jetzt eigentlich ganz gut immer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wenn man mal, ja, jetzt kommt keine gescheite Stelle, alles klar. Ja, nee, wenn man mal hier hingeht, wo hier ein bisschen was dunkel ist, dann sieht man ja nie gescheit, ist hier jetzt eine Farm oder was. Da habe ich mir jetzt mal was Kleines fürs Oamt überlegt. Da kann ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie wir das so für gewöhnlich dann mittlerweile machen. Und ich gehe jetzt einfach mal zum Portal, da ich euch dort dann etwas zeigen will. So, nach aus dem Spectate-Modus kann ich wieder raus. Und wir gehen einfach mal in Schrebergarten Süd, weil es hier, ja, viele Farmen gibt. So, genau, dann muss ich jetzt wieder in Spectate-Modus. Hier sehen wir ja, es gibt einige Farmen, aber ich muss jetzt erstmal das kleine andere Texture-Pack reinmachen. So, TRJG-Oamt, genau, das wollen wir reinmachen. Und ja, so, das Texture-Pack ist drin und ihr seht auch schon eine kleine Veränderung. Die meisten Blöcke sind jetzt nur noch weiß oder gar durchsichtig. Und da, wo es durchsichtig ist, da seht ihr schon, ist ein bisschen was rot markiert. Ja, das sind nämlich alles die ganzen Farmen, die habe ich dann einfach im Texture Pack so geändert, dass sie dann rot angezeigt werden. Und ja, das Texture Pack dient halt wie gesagt einfach für die Farmen. Lol. Ah doch. Ja, da habe ich im Normalfall die ganzen Pflanzen einfach immer mit einer roten Textur unterlegt. Und eben auch das, die Farming Erde da. Also da, wo eben... Ja, ihr wisst, was ich meine, das Farmland-Ding da. Ja, und so können wir jetzt einfach Farmen ganz leicht entdecken. Wir können ja jetzt einfach mal wieder zum Portalhaus gehen. In was für ein Gebiet gehen wir? Wo gibt's oft Farmen? Takatuka? Ja, okay, passt. So, dann kann ich jetzt hier einfach entspannt rumfliegen. Da sehe ich, ist ein bisschen was rot, das sind Melonen. Aber die sind auf keinem Grundstück, von daher alles klar. Ja, ich denke jetzt auch nicht, dass wir da irgendeine Farm finden werden. Oder? Melonendroge? Was? Okay, nee, hier ist auf jeden Fall keine Melonenfarm. Oder hier oben sieht man halt dann, dass hier so eine kleine Farm ist, aber das ist ja als Garten eher gedacht. Von daher, sowas geht ja klar. Also zumindest in dem Gebiet hier jetzt. Wir können jetzt aber auch noch weiter rumfliegen und gucken. Hier ist zwar ein bisschen Zuckerrohr, das habe ich aber erst gestern kontrolliert, von daher, da brauche ich jetzt dann nochmal durchgucken. So, was haben wir denn da unten? Das sind auch nur Kürbislaternen, glaube ich. Oder normale Kürbisse, keine Ahnung. Oh, da oben sehen wir aber was. Das sind Kakaobohnen. Und hier ist Farmland, okay. Ja, aber ich glaube, das haben wir auch schon kontrolliert, da gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Unterirdische Farmen sind verboten, genau, da war schon jemand. Dann gehe ich jetzt einfach mal kurz hier aus dem Spectate-Modus raus. Mach Core Inspect. So. Okay, hier seht ihr es. Der hat immer nur was hingepackt, aber nie irgendwas abgebaut. Von daher geht es hier in Ordnung. Das dient also nur zur Deko und sowas geht dann okay.
Ja, das war es eigentlich schon, was ich euch zeigen wollte. Da seht ihr es jetzt auch. Das sind die normalen Dirtblöcke, wo man da so Pflanzen drauf hinpacken kann. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie bei uns die Arbeit im Moment so abläuft. Ich gucke ein, oder wir gucken halt einfach, dass wir uns da so ein paar kleine Hilfen machen können, wie das Ganze schneller und effizienter vonstatten geht. Und ja, dann wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid, wie das Ganze hier läuft. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr mal Bock auf so eine richtige O-Amtsstreife habt, also ja, wie wir halt einfach hier Farmen durchgucken und so weiter, dann lasst einfach mal ein Like da oder irgendwas. Und ja, dann schaue ich mal, was sich da machen lässt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.